weiter nach Überlebenden. Allein im Bundesstaat Kentucky geht der zuständige Gouverneur von mehr als 70 Toten aus. Die Tornados hinterließen demnach über 320 Kilometer hinweg eine Spur der Verwüstung. Auch in 5 weiteren Bundesstaaten richteten die Wirbelstürme schwere Schäden an. Sie räumen auf am Warenlager des Online-Händlers Amazon in Edwardsville, Illinois. Teile des Gebäudes sind eingestürzt, mindestens 6 Menschen sind hier gestorben. 3 wurden aus den Trümmern gerettet. Mehr als 30 Tornados sind in der Nacht zum Samstag über 6 Bundesstaaten im mittleren Westen gezogen, haben schwere Zerstörungen hinterlassen. Der Präsident verspricht Unterstützung der Regierung schnell und unkompliziert. Ich habe auch zugestimmt, den Notstand in den betroffenen Regionen auszurufen, so wie es der Gouverneur von Kentucky beantragt hat. Denn so können wir noch mehr staatliche Hilfsmittel freigeben. Vor allem Kentucky ist betroffen. Und hier befürchten die Verantwortlichen, dass sich die Zahl der Todesopfer noch dramatisch erhöhen könnte. Diese Kerzenfabrik in der Stadt Mayfield ist durch die Wucht des Sturmes eingestürzt, als sich noch mehr als 100 Mitarbeitende im Gebäude befanden. Viele wurden verletzt, die genaue Zahl der Todesopfer ist noch unklar. Die Suche nach Überlebenden geht weiter.